Ja, diese Scampis heißen die, genau, Ach Scampis. so. Die Dinger. Ja, und man tut sie halt in die Soße und dann über die Spaghetti. Schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, aber ist jetzt nichts so Besonderes, oder? Doch, das schmeckt schon richtig geil. Ja, aber so eine fertige Soße ist ja Ich jetzt meine, die macht man nichts. selber mit Sahne und alles. Ah ja, okay. Ja, Sahne. Ja, nee, keine Ahnung. Also was ich auch noch ganz geil finde, sind. Warte mal, wo kommt der Weizen hin? Mach's einfach in die Samen und ihr wisst ja Bescheid, ne? Hä? Wohin? In welche Kiste? Die Samen und Ganz so, ihr wisst ja rechts unten. Bescheid. Unten rechts. Weißt du, was ich eigentlich mit dem Satz Aha. meine? Weil wir von Samen reden. Ach, Alex, you don't say. Ist hier gerade Tomaten mit Balsamico und Petersilie. Nicht Petersilie, Basilikum. Schon klar, Alex. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte noch, war. Was wollte ich denn jetzt sagen? Wie macht man. Thema Lieblingsessen. Ja, genau, Lima. Lima. Ja, genau, Lieblingsessen. Wollte ich noch dazu sagen, dass ich zum Beispiel Penne Arrabbiata ganz geil finde mit selbstgemachter Soße. Also echt Oh so ja, Tomaten kenne. echt so selber Tomaten einkochen zu einer Soße, Chilis fett reinhauen und so. Jetzt generell esst ihr eher scharf oder esst ihr eher so, was Ich weiß bin eigentlich ich? eher der Typ, der scharf ist. Also eine Pizza muss schon ordentlich Schärfe drauf irgendwie. Okay, ich weiß nicht, ob die Pizza da jetzt Aber wirklich mein das absolutes geeignete Essen Lieblingsessen für ist, sind aber. tatsächlich, ich dachte immer, mein Lieblingsessen ist Pizza, weil ich stopfe mich immer jeden Tag mit Pizzas zu. Okay, nicht Jeden jeden Tag, vielleicht einmal. Tag. Nein! Ja, ich meine ja, vielleicht am Wochenende jedes Mal eine. Aber mein Lieblingsessen sind garantiert Pommes Fritz. Pommes. Fritz. Wieso hast du das jetzt gerade so ausgesprochen? Pommes Frites. Du hast nie Französisch gelernt? Pommes Frites. Doch, Pommes Frites. Ja, nee, nur weil du so Pommes Fritz gesagt hast. Hab ich gar nicht. Natürlich hast du. Pommes Fritz Ja, gesagt. okay. Pommes frites. Was du laberst, was du laberst. Ich sag immer Pommes, ich sag nie das Fritz. Oder Pommes Fritz. Was du Mann, ich hab das noch nie gehört, laberst. sag's mir vorhin, ich kann das selber gar nicht. Ja, Pommes frites, ganz normal. Aber Pommes frites. nicht so Ach, Pommes Torwart ja Fritz. Französisch, ne? Das Weißt stimmt, du? das S wird hier gar nicht ausgesprochen. Nee, nicht Pommes Pommes Fritz. frites. Alter, Pommes Fritz, Alter, ihr habt's denn ja normal alle. Der Fritz, kennst du nicht Pommes Fritz? Ja, es Das gibt ist ja der auch Fritz Fritz, der immer Cola, die ne? Pommes Stimmt, macht. es gibt ja auch Fritz Cola, dann gibt's bestimmt auch Pommes Fritz. Ja. Stimmt. Wobei das jetzt keine Werbung für Fritz Cola ist. Ich mag Coca-Cola, Pepsi-Cola, Afri-Cola, was gibt's noch? Diese ganzen anderen mag ich auch. Alex, wie macht man eigentlich aus einer Trinkpotion eine Wurfpotion? Mit Du gibst Gunpowder. in Gunpowder, du gibst Schwarzpulver oben noch in die Oh Dingens. yeah. Kannst du die werfen. Ah, neues Thema, das ist ja auch ziemlich aktuell im Moment. Es ist ja Barack Obama, die Wahlen sind ja vorbei, dieses Duell da Schon zwischen seit zwei Romney Wochen und. oder 3 Wochen, je Ja. nachdem. Ja, richtig. Warte, wir sind am Samstag hoch, Und das ist jetzt ja, was Folge, sagt ihr dazu? genau. 4 Wochen ist das her. Keine Ahnung, Ja, was paar sagt ihr Tage drei Wochen so halt. dazu? Wo sind die Kisten? Fuck, wie macht man das? In dem Brewing-Ding macht Nein, man nein, das, nein, ne? in dem In dem Brewing-Stand. Du Brewing-Ding. tust da oben die Naja, Dingens naja, rein. okay. Wie macht er das? Im Brewing-Dings? Nein, 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 in dem Nein, Brewing-Ding. nein, 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 nein. Aber was Ja, sind das für also, Kisten die hier? Wahlen sind fertig, Alex, und? Jetzt tu oben rein das Schwa. Ja. Ja, was wir Ja. davon halten, finde ich eigentlich ganz gut. Dass Obama wiedergewählt wurde, ich find's gut. Obama. Also, erstens, generell, Demokraten sind mir irgendwie sympathischer als Republikaner, aus Prinzip. Ja. Auf der anderen Seite, wer macht da schon wieder Glas oder irgendwas kaputt? Close down. Achso. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich finde es besser, dass nicht alle paar Jahre der Präsident wechselt, weil er dann quasi einfach so, ja, ich sag mal so, das, was er angefangen hat, weitermachen kann, ne? Weißt du, wenn er ein neuer kommt, dann muss er jetzt wieder komplett neu reinarbeiten, hat vielleicht komplett andere Interessen und will dann wieder alles umwerfen, braucht dann halt schon wieder 2 Jahre, bis er alle alten Beschlüsse wieder weggemacht hat und dann seine neuen Sachen hat und so. Also ich denke mal echt, dass es nicht schlecht ist. Aber ja, nö, ich sehe eigentlich kaum oder keine negativen Seiten. Einziges Ding ist halt, dass Obama scheinbar oder ja auch wirklich nicht so viel geschafft hat, wie er sich vorgenommen hat und vor allem weniger oder Aber gar ich keine glaube, Arbeitsplätze neue hat, ich finde jetzt, also gebracht hat. ich finde, er hat es verdient, jetzt wieder Präsident zu werden, weil jetzt hat er nämlich die Möglichkeit, das noch zu verändern, was er machen wollte. Ja, Alex, ich mache hier mal und du erntest bitte, ja? Solange nichts Neues Ja. passiert, ist das eigentlich ziemlich gut. Meint, Obama wollte ja schon irgendwie ziemlich viel umweltmäßig machen, was hat er aber noch nicht bis jetzt gemacht, irgendwie.
Also er hat ja, was ich gut so finde, ist, dass er die Truppen aus dem Irak gemacht, zum Beispiel rausholen will, ne? Ja, das war jetzt mal ein paar Tränke. Leute, was ist das denn hier? Was hast du hier angepflanzt? Was? Das ist eine Kartoffel. Ey, nein! Boah! Du. Was? Ich könnte dich töten, ne? Warum? Hier kann man nicht mehr nachpflanzen. Eben! Doch. Guck doch. Was? Und jetzt? LOL! Wie das aussieht, ey. Das ist aber nicht der fertige, oder? Doch! Na, ich hab's doch mit grünem Dings, mit hier, siehst du doch. Oh, mein Mikrofon piepst. Kommt aber, ich tue eine Kartoffel rein, jetzt kommt eine Kartoffel raus. Was bringt mir das denn? Marc, kannst du bitte aufhören, das wegzumachen? Doch, ich mach das jetzt weg. Ja, aber Marc, wenn ich dir eine Kartoffel gebe und du aus diesem fertigen Ding eine Kartoffel rauskriegst, wo ist denn der Sinn? Ich hab zwei rausbekommen, du Idiot. Lol, wer hat den Erdblock weggehauen? Keiner, so. Der baut sich wieder alleine ab. Oh, macht mal hin. Und pflanzt mal. Was ja, ich auch mal den nicht. Was jetzt auch mal geil ist. Alex, bau mal den Erdblock hin, der liegt ja hier noch im Wasser. Wasser? Was? Jetzt musst du den noch mit deiner Hake. Kartoffeln hin. Wir brauchen Kartoffeln mehr als Weizen. Wofür brauchen wir denn bitte Kartoffeln? Wenn man die brät, dann kann man die, muss die erst braten und die heilen 4. Du meinst, die heilen oder die stellen 4 Keulen wieder her? Die stellen 4 Keulen wieder her, das meine ich doch mit heilen, Idiot. Nein, mit heilen kann man auch die Herzen verstehen. Ja, gut. Alter, wir haben 43 Weizen, das ist schon nice. Ja, gib mir das gleich, ich mach das alles. Ich mach das wirklich gleich alles. So, jetzt haben wir Awkward Potion. Dann tun wir da einmal so hier Blaze Powder rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gib mir mal das ganze Zeug. Also den Weizen nur, nicht die Samen. Danke. Jo. Okay, reicht. So. Ja. Okay. Ja gut, was können wir denn noch so bauen? Leute, hab ich's abgebaut. Ja, was können wir noch so bauen hier in die Gegend? Das ist schwere Frage, was könnten wir noch machen? Ja, brauchen wir. Nummer 9, das passt. Man kann jetzt ja diesen Holzklopf machen. Also warte mal, sehe ich das jetzt richtig, dass Kartoffeln, eine Kartoffel gebraten, 4 Herzen gibt und dass ein Brot gebraten, wofür man 3 Plätze mit 3 Weizen jeweils braucht, irgendwie nur 3 oder sowas wiederherstellt? 2,5. Meine ich ja? Ja. Dann würde ich sagen, wir bauen ab jetzt nur noch Kartoffeln an, oder? Würde ich auch sagen. Alex, mach mal den Weizen weg. Wir brauchen Weizen, obwohl, nee, ich glaube nicht mal alle Tiere essen was, Weizen. Was, ja? Nee, wieso Schafe doch auch? Nee. Okay, Alex, wir lassen die rechte Seite hier, die kleinere, lassen wir und den Rest machen wir jetzt voll mit Kartoffeln, okay? Und was, warte, dann mach mal hier den Weizen. Der macht dir hier den Abschnitt mit Kürbissen. Wir haben keine Kürbisse. Das heißt, Kürbisse. Du willst hier wir haben Kürbisseeds. Haben wir Melonenseeds? Ja, nein. Ach ja, Melonen nicht. Oh, okay. Melonen ist geil. Also wir haben Kürbisse, okay, dann machen wir hier Kürbisse und Alex, hier machen wir jetzt überall Kartoffeln hin, ne? Alter, was ist das? Warst du jetzt aber wirklich, das habe ich gesehen. Na, ich hab da hast du schön den Block kaputt gehauen, ja. Ach, gar nicht. So, jetzt machen wir hier komplett die, nicht das hier links an der Tür, sondern nur das hinter dir noch. Das noch wegmachen. Warte, wir machen alles. Hinter dir das, ja? Ja, das hier. Ja, das hier. Genau. Ja. Heilung. Das ist doch ein... Ja, das ist die 1.4. So, komplett bugfrei. Alex, hast du noch ein paar Dinger zum Bauen? Dinger? Ja, so ein... Ja. Ich hab keine Kartoffeln. Ich habe bis jetzt noch überhaupt gar keine Kartoffeln in der Hand gehabt. Ja. Wie machen wir sich? Gib mir mal eine Kartoffel. Lass mich mal kurz. Ich habe keine mehr gehabt, deswegen. Ich muss hier erstmal wieder bisschen was anpflanzen, Alter, und wegmachen. Warte, ich möchte mal kurz gucken, wie macht man sich denn die Kartoffel? Ach, eine Kartoffel kann man einfach so anpflanzen. Ah, cool. Dann noch Esche. Welche Tränke gibt's da? Ja, mach einfach mal. Ja, ich mach das schon. Wenn du noch Knochen hast, mach mal Bone Meal draus. Jo, Moment. Alex und... Aus der Kiste unten genommen. Ja, alle. Alle. Dann haben wir keine mehr. Schade. Mehr. Vielleicht hat Marc noch welche. Ich jetzt eigentlich mal ganz kurz im Wiki nachgucken.
Ganz kurz. Was willst du denn machen? Nicht. Ich möchte wissen, was für Arten von Tränken es alles gibt. Ja, Heiltrank, Regenerationstrank. Heißt das, du gehst jetzt aus dem. Du hast jetzt wieder deine Aufnahme beendet, oder was? Nee. Okay. Stärke, Schaden, Regeneration. Alex, du musst doch mit der Hake hier einen Block machen, ne? LOL. Unsichtbarkeit. Es gibt. Unsichtbarkeit? Es gibt unsichtbar. Marc, wenn du eh gerade im Internet unterwegs bist, such doch bitte mal poisonous, also vergiftete Kartoffel. Oder giftige Kartoffel. Was? Das gibt's? Ja, poisonous potato. Hast du gerade so eine? Ja. Deswegen frage ich, was bitte. Die macht. Guck doch mal bitte. Geben. Ja. Die sieht einfach nur grüner aus. Der hat einfach nur so ein paar grüne Stellen. Mal. Ja, ich will die aber. Ich will die aber halten, ja. Das ist meine. Kommen die essen? Ach scheiße, ich bin voll. Lass mal. Lass mal bitte, nicht essen. Ja, das ist die einzige. Bonus Potato, da muss ich kurz Aufnahme unterbrechen, weil ich habe keine zwei Bildschirme. Okay, dann wirf mal rüber. Okay, ja, bis gleich. Ich nehme hier für euch weiter auf, damit wir hier voll. Ja. Weiterhin aktuell sind so. Und alles wissen. Alex, du musst dir immer noch mit der Hakel in einen Block machen, ne? Oh, ich bin voll auf Druck, voll in Effekt drauf. Hey, wer hat denn einen Block nachher? Poisonous Potato. So. Warte mal. So, und die lässt du jetzt einfach alle angepflanzt. Die werden schon mit der Zeit. Lässt du mal. Wo sind das Weizen? Hast du das noch? Weizen, ja. Gib mir mal 8 Stück, weil dann mache ich mal kurz die Tier zu ja, vermehren und so. So ganz schnell. Dankeschön. Okay, halt 17, ja, okay, danke. Bitte. Alter! Alex, du passt mit den scheiß Creepern auf, ja? Ich bin mal SFK. Nein. Oh yeah. Alex, kann ich zwei zurückhaben? Zwei zurückhaben bitte, zwei Weizen. Ja komm, hab die. Da will ich noch ein Brot mehr machen. Alex! Ja, warte, jetzt warte doch. Hier. Oder nein, warte, du kriegst einfach noch eins dazu. Hier, bitte. Hab's dir zugeworfen. Oh, und du? Nicht? Was? Ich? Nicht? Du da müssen nicht? Wir mal zumachen, das sieht scheiße aus. Du aber, da. Oh ja, ja. Ich weiß noch, wie wir in den allerersten Folgen die ganze Zeit mit Monster klatschen waren. Das war so geil. Habt ihr irgendwie wieder Bock drauf? Da klatschen. Ja, klatschen. Einfach nur so rumrennen und Monster voll aufs Maul geben. Gebackene Kartoffel. Lass das, Alex, das ist meine. Da habe ich schon Besitzanspruch drauf. War du Besitzanspruch? Alex, die habe ich alle angebaut und abgeholt. Ja, wieder aber wir sind weg. Ein Team. Und Alex, du kriegst Brote. Eine Alex? Darf ich mal haben. Eine. Hallo, eine einzige. Ich weiß genau, ja. Wie viel ich hatte, Alex. Wenn das eine zu wenig ist am Ende. Guck mal, ich nehme eine. Okay, jetzt habe ich alle. Aber ich gebe sie dir. Guck, hier waren 8. Warte. Wie geht denn das? Da. 7. Boah. So, ich glaube, ich jetzt 17. Ja, also, Marc, was macht jetzt eigentlich diese Potato? Ja, Moment, da die füllt 4 Keulen auf oder so, ne? Nein, die Vergiftete. So, ja, ich denke mal, dass sie vergiftet. Jo, so, da sind wir wieder. Hab's herausgefunden. Nämlich? Und zwar, es hat die den gleichen Effekt wie das Spinnenauge und zwar fügt für 4 Sekunden Damage zu. Alex, ich hab was für dich als Geschenk. Warte, ich komme. Wo ist das? Ja, komm her. Ach, da bist du. Ja, ja, warte, ich werf's dir zu. Oh, das macht so Spaß. Giftige Kartoffel. Was passiert jetzt, wenn ich die esse? Kann ich die überhaupt essen? Ja. So ein Noob. Er hat nicht zugehört, als du es gesagt hast, glaube ich. LOL. Das war die Vergiftung, Alter. Das geht ja gar nicht. Hab doch gesagt, 4 Sekunden. Hättest du sie mal gebraten? Ich wette, es wäre weggegangen. Nein, wär's nicht. Ich glaube ich auch nicht. Hey, das ist ein Creeper. Soll ich mal wiederholen? Ich glaube, man kann sie sogar braten. Keine Ahnung. Nicht. Ja, aber nur die normalen, nicht die... Alter, ich habe jetzt 30 Kartoffeln einstecken, ich bin so geil. Oh. Geil. Geil. Ja. Ich weiß jetzt auch, wie man die anderen Tränke alle braut. Warte, was habe ich hier? Vergiftung. Wieso guckt mich diese Kuh eigentlich so dumm an? Was gibt's und da? Und die da hinten auch. Sachen. Mal gucken. Und dieses Kind da hinten auch. Und ich. Die da sieht weiblich aus. Macht ihr da irgendwas? Was denn? Was macht ihr? Alter, lass